Becken sie vor ihren Verfolgern. Seit tausenden Jahren ist er ihr geweiht. Ihr habt doch eure eigene Mutter Gottes. Sie beknieten die Mönche, den Tempel unzerstört als christliches Heiligtum zu übernehmen. Und wie wir sehen, in einem verzweifelten Versuch, den Kult, die Götterverehrung der Isis zu retten, zogen sich die ägyptischen Priester zurück und überließen ihre heiligen Bilder und religiösen Reliquien der neuen Religion dem Christentum. Zum Ende der Antike bringen die letzten überlebenden Gnostiker ihre Philosophie zu Papier und verstecken sie vor ihren Verfolgern. Im Jahre 1460 tauchen die Texte in Florenz auf, im Hause der Patrizierfamilie Medici. Die Weisheit der alten ägyptischen Lehre schlägt wie eine intellektuelle Bombe ein und belebt für die kommenden 300 Jahre Europas Kultur, von der Philosophie bis zur bildenden Kunst. Die Verehrung des Hermetismus, der ägyptischen und griechischen Gottheiten Thot und Hermes, erreicht sogar den Vatikan. Die Päpste lassen in Rom ägyptische Obelisken errichten. Ausgerechnet die Päpste übernahmen das antike Symbol von Heliopolis, eine Säule, gekrönt von einem Kreuz, und erhoben es zum Inbegriff der Christenheit. Die Ironie: diese christliche Anbetung ist zugleich die Verehrung des als heidnisch erachteten Ägypten. Jesuitenpater studieren die ägyptischen Rätsel, doch die Kirche wittert Gefahr und Verrat. Die Bewegung des Hermetismus bietet Wege zur Selbsterkenntnis und Gott, entfernt sich von den Dogmen der etablierten Kirche. Diese reagiert mit Verboten und Bücherverbrennungen. Im Jahre 1600 zwingt sie die abtrünnigen Christen auf grausame Weise zum Schweigen. Trotz Folter verweigert ihr Anführer die Preisgabe der Glaubensgeheimnisse. Die Kirche sah nur eine Möglichkeit, und so geschah das Undenkbare. An einem trüben Septembermorgen verschleppten sie Giordano Bruno auf diesen Platz, knebelten und verbrannten ihn bei lebendigem Leibe. Bis zuletzt wandte er seine Augen von jenem Kreuz, das die Priester der Inquisition vor seinem Gesicht schwenkten. Das bedeutete das Ende des Hermetismus. Die Bewegung des Hermetismus sucht samt ihrer Mysterienweisheiten Zuflucht in esoterischen Gesellschaften und bei den Freimaurern. Die Großloge von London hatten ihn bei lebendigem Leibe. Bis zuletzt wandte er seine Augen von jenem Kreuz, das die Priester der Inquisition vor seinem Gesicht schwenkten. Die Kirche sah nur eine Möglichkeit, und so geschah das Undenkbare. An einem trüben Septembermorgen verschleppten sie Giordano Bruno auf diesen Platz, knebelten und verbrannten ihn bei lebendigem Leibe. Bis zuletzt wandte er seine Augen von jenem Kreuz, das die Priester der Inquisition vor seinem Gesicht schwenkten. Das bedeutete das Ende des Hermetismus. Die Bewegung des Hermetismus sucht samt ihrer Mysterienweisheiten Zuflucht in esoterischen Gesellschaften und bei den Freimaurern. Die Großloge von London, Hauptquartier der Freimaurer, steht ganz im Zeichen antiker Symbole. Mysterienweisheiten, Zuflucht in esoterischen Gesellschaften und bei den Freimaurern. Die Großloge von London, Hauptquartier der Freimaurer, steht ganz im Zeichen antiker Symbole. Rituale und Zeichen sind geheim und nur Eingeweihten zugänglich. Die Freimaurer leugnen jegliche Verbindung mit dem alten Ägypten. Doch die Publizisten Bob Lomas und Chris Knight fanden dafür stichhaltige Beweise. Noch vor 10 Jahren hätten wir jeden für seine Behauptung belächelt, die wir jetzt bestätigen. Es gibt keine direkte, aber eine indirekte, verzweigte Verbindung zur Mythologie im alten Ägypten. Die Pyramide mit dem Auge der allessehenden Gottheit und dem Strahlenkranz. Finden sich Ägyptens heiligste Symbole in der geheimnisvollen Welt der Freimaurer wieder? Noch vor 10 Jahren hätten wir jeden für seine Behauptung belächelt, die wir jetzt bestätigen. Es gibt keine direkte, aber eine indirekte, verzweigte Verbindung zur Mythologie im alten Ägypten.
Die Pyramide mit dem Auge der allessehenden Gottheit und dem Strahlenkranz. Finden sich Ägyptens heiligste Symbole in der geheimnisvollen Welt der Freimaurer wieder? Und welchen Einfluss nehmen sie auf Symbole und Institutionen in den USA? Die Gründerväter der Vereinigten Staaten von George Washington bis Franklin Roosevelt gehörten den Freimaurern an. Die Grundsteinlegung des Weißen Hauses fand mit all ihren Insignien statt. Und die Verfassung der USA ist eine Fortschreibung der Grundprinzipien der Freimaurerei, wie Demokratie und Förderung der Wissenschaft. Die Grundlage der Freimaurerphilosophie entstammt dem antiken Ägypten, unabhängig jeglicher Religion Gutes zu tun. Gegenüber dem George Washington Freimaurertempel noch ein vertrautes Symbol. Gemälde zeigen George Washington und andere Gründungsväter mit der Freimaurerschürze. Der Dollar, Amerikas Symbol für Stolz und Wohlstand. Auf seiner Rückseite die Pyramide mit dem Auge Gottes und dem Versprechen einer neuen Weltordnung. Es ist interessant, während der Vereidigung des US-Präsidenten verharrt dieser in einer besonderen Geste der Freimaurer, dem Symbol für Treue. Ich kann Ihnen das nicht demonstrieren, das widerspräche meinem Gelübde als Freimaurer. Auch Napoleon hat wohl anderes im Sinn, als sich die Finger zu wärmen, während er Ägypten erobert. Als Napoleon vor den Toren Kairos stand, kam er nicht als Christ. Er und seine Armee folgten einem revolutionären Kult, der die Ideale der Freimaurer vertrat. Napoleon betritt eines Nachts allein die Pyramiden. Dort erfährt er die Initiation als Freimaurer, so die Überlieferung. Nach seiner Rückkehr aus Ägypten zeigte sich Napoleon von der Idee besessen, er stehe unter dem Schutze eines Sterns. Er ließ sogar die Place de l'Étoile, den Sternenplatz, genau an der Hauptachse von Paris ausrichten, den Champs-Élysées. Und einen Obelisken am anderen Ende. Das Ganze ein Spiegelbild des Sternbilds Orion mit Isis und Sirius, so glaubt Robert Beauval. Paris birgt viele Hinweise auf enge Beziehungen zu Ägypten. Schutze eines Sterns. Er ließ sogar die Place de l'Étoile, den Sternenplatz, genau an der Hauptachse von Paris ausrichten, den Champs-Élysées. Und einen Obelisken am anderen Ende. Das Ganze ein Spiegelbild des Sternbilds Orion mit Isis und Sirius, so glaubt Robert Beauval. Paris birgt viele Hinweise auf enge Beziehungen zu Ägypten. Auf einer Deckenmalerei im Louvre enthüllt sich die Zukunft von Paris, eine Zukunft mit Isis, einer Pyramide und einem Obelisken. Ein Engel verkündet die Vision. Und die gleiche Statue erhebt sich über der Place de la Bastille, wo die Menge das erste Jahr der Revolution feierte, unter einer Statue der Isis. Zur 200-Jahr-Feier der Revolution weiht Präsident Mitterrand 1989 einen Obelisken und eine Pyramide ein, nach dem Vorbild auf dem Gemälde. For the bicentennial of the revolution. In allen Machtzentren der Welt finden wir diese sehr antiken, mysteriösen Symbole. Im Lauf der Jahre spazieren hier Millionen Menschen vorbei und gelegentlich sprechen diese fremden Monumente menschliche Fantasie und Intellekt an, werfen Fragen auf, Obelisken und eine Pyramide ein, nach dem Vorbild auf dem Gemälde. In allen Machtzentren der Welt finden wir diese sehr antiken, mysteriösen Symbole. Im Lauf der Jahre spazieren hier Millionen Menschen vorbei und gelegentlich sprechen diese fremden Monumente menschliche Fantasie und Intellekt an, werfen Fragen auf. Weshalb stehen sie hier? Was ist ihre Bedeutung?
1989 einen Obelisken und eine Pyramide ein, nach dem Vorbild auf dem Gemälde. In allen Machtzentren der Welt finden wir diese sehr antiken, mysteriösen Symbole. Im Lauf der Jahre spazieren hier Millionen Menschen vorbei und gelegentlich sprechen diese fremden Monumente menschliche Fantasie und Intellekt an, werfen Fragen auf. Weshalb stehen sie hier? Was ist ihre Bedeutung? Zwangsläufig ruft sich die Magie der Vergangenheit in Erinnerung. Im Lauf der Jahre spazieren hier Millionen Menschen vorbei und gelegentlich sprechen diese fremden Monumente menschliche Fantasie und Intellekt an, werfen Fragen auf. Weshalb stehen sie hier? Was ist ihre Bedeutung? Zwangsläufig ruft sich die Magie der Vergangenheit in Erinnerung und die Bedeutung ihrer Symbole. Die Pyramiden von Gizeh sind Kultstätte einer sehr frühen Zivilisation und des Mythos um die Gottheiten Osiris und Millionen Menschen vorbei und gelegentlich sprechen diese fremden Monumente menschliche Fantasie und Intellekt an, werfen Fragen auf. Weshalb stehen sie hier? Was ist ihre Bedeutung? Zwangsläufig ruft sich die Magie der Vergangenheit in Erinnerung und die Bedeutung ihrer Symbole. Die Pyramiden von Gizeh sind Kultstätte einer sehr frühen Zivilisation und des Mythos um die Gottheiten Osiris und Isis. Dieser Urglaube prägt die Anfänge des Christentums und setzt sich in der Bewegung der Freimaurer fort. Sie übernehmen Symbole der Antike, zum Beispiel den seit Jahrtausenden vermissten Deckstein der Pyramide. Der Deckstein ist ein Symbol der Freimaurer und sollte jene Zeit präsentieren, in der sich die Ideale der Freimaurer durchsetzten und eine neue Weltordnung einleiteten. So steht es auf der Rückseite einer jeden Dollarnote. Eine neue Weltordnung stehe bevor. Für die Jahrtausendwende prophezeit der Wahrsager Edgar Cayce, ein neuer Messias werde geboren und über der Pyramide erscheine der Stern der Isis. Im alten Ägypten schrieb sich das Symbol für die Göttin als Dreieck mit einem Stern darüber. Messias werde geboren und über der Pyramide erscheine der Stern der Isis. Im alten Ägypten schrieb sich das Symbol für die Göttin als Dreieck mit einem Stern darüber. Das Dreieck ist der fehlende Deckstein. Vielleicht versagte die Wahrsagung deshalb. Geschichte lässt sich nicht prophezeien. Sie schreibt sich selbst. Doch es gibt Rätsel jenseits der Geschichtsschreibung, wie Anfänge und Einfluss des Mythos Osiris. Symbole verändern Ideen. Insofern hätte ich gerne den Deckstein auf der Pyramide gesehen, um mehr von dieser antiken Magie zu begreifen, die eigentlich nicht zu verstehen ist. Eine Herausforderung, die uns daran erinnert, nicht alles währt ewig. Doch wir leben in einer Welt voller Rätsel. Noch nicht alle sind gelöst.